Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend und danke fürs Wiedereinschalten. Also, ich habe wie versprochen, A Shadow from the Abyss. The three BPS agents regroup on the deck of the aircraft carrier. But a new menacing threat lurks beneath the waves. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, weil das muss ja in beiden Stories vorkommen, das Viech. Aber yay! Story progress. Boy, Leo. Good to see you. You got any information, Nikolai? Nothing of interest. We are certain Max is in the harbor area, but we know little else. Hey. Und, der Kraken mal wieder. Natürlich. Aber er traut sich ein wenig mehr aus dem Wasser. Er hat ja auch so ein paar Krebsfüße. Oh, ist das tief behindert. Kann ich den Jet hochheben? Nee. Fuck me! Fuck me! Au. It interferes with investigation. On it. Na gut. Ey, nicht anwichsen. Okay. Au. Ich komme ja mittlerweile in so vielen Spielen vor wie in Monster Hunter. Dich? Now what? Ach ja. Nein. Ach, lass es einfach. Wohin willst du, Mistvieh? We can use escalator on other side. Leo, you are decoy. Get his attention. Sasha, with me. Decoy duty. Right. Coming. Tada! Kann ich auf seinen Schädel? Nein, aber ich kann in der Luft stehen. Tolles Spiel. Ist es wirklich immer noch, aber. Mistviecher. Na, komm schon, Großer. Alter! Von eines der wenigen Spiele, in denen es keinen Doppelsprung gibt. Oh ja, wirkt die Teile nochmal hervor, ey. Wieso geht sowas? Ach, egal. Future Punk. Krake. Ich glaube, ja. Boah. Lecker, lecker. Ja, nein.
Komm, Schnucki. Länger. Länger. Komm, richtig mit Zunge. Danke. Na komm. Wo bist du? Au. Ja. Bäh. Nicht nur, dass die Dinge explodieren können. Nein, sie sind schleimig, nachdem du sie ausgespuckt hast. Hau ab! Wieso muss ich eigentlich immer den Köder spielen? Nein. Ich kann dir das einfach mal in die Fresse schmeißen. Wie wär's damit? Next. Na? Sag A. Sag A. Komm schon. Danke. Toll. Für den einen, ja? Bang. Zu spät. Ich hatte ihn schon. Sweet. Next. Well, that's over. There's some scary shit out here. Makes you appreciate Mill Valen just a little, doesn't it? Leo, Sasha, you read? We split up and continue search. Got it. Careful, Leo. Yeah, call if anything comes up. You too. Was war das denn für ein Dialog zwischen den beiden? Doesn't matter. Prügelspiel. Alles klar, warte mal. Wo wollen wir hin? Strike one. Team up to defeat as many enemies as possible. 3 Minuten Zeitlimit. Ich dachte, wir sollen uns aufteilen. Na, mit dem werde ich bestimmt nicht abteamen. Lappen, Lappen. Au! Zwei. Und ich glaube, einer ist sauer. Jawohl. Geht ihr mal richtig in den Arsch, komm. Warum die überhaupt noch Hosen in der Größe her? Obwohl, ich glaube, wenn alles so mutiert ist. Ah! Hey, danke für die Hilfe, nachdem ich endlich mal auf die Fresse bekomme. Ja, mach die das mal. Oh, shit, okay. In Sicherheit meines eigenen Lebens. Sollte ich dann doch wohl mal den Rampage-Mode aktivieren. Moment. Wenn ich das Item aktiviert habe, dann zieht er trotzdem meinen Rampage-Mode aus. Wehe, ich bekomme den gleich nicht wieder. Der war auch voll. Ah, okay. Das ist wieder voll. Danke. Bäh!
Wow! Scheißegal, den aktiviere ich nochmal. Jawohl! Bang! Extick! Oh nein, ich will dahin! Bam! Mach ihn lang! Ich sterb doch jetzt! Ich bin in der letzten Sekunde echt verreckt. Ich glaub das nicht! Trotzdem Platin. Okay. Danke. Danke. Cool. Danke. Dieses Mal ist es ein Krokodil. Wie nett. Ups. Platt. Egal, hier wollte ich hin. Okay. Aus dem Weg. Da wollte er mir schon wieder gegen den Kopf treten. The Wily Crocodile. His investigation of the carrier complete. Complete? Doch, complete. Leo soon learns that one is never alone, nor can one know when paths may cross. Und ja, natürlich kennen wir das auch schon. What's a stand-up guy like you doing in a dive like this? Jack Kamen. What can I do for you? Got a question needs answering. Shoot. Why kill Maximilian? I'm all for frontier justice. But I thought you Mill Valen types cared about due process. You been around. You figure it out. The way I see it, you were the only one trying to bring him back alive. Well, then you saw wrong. I just follow my orders. Have fun with that. Wait. Why are you after Max? We didn't put a price on his head. That a question? Because I don't recall getting an answer to my question. And you getting an answer without giving me an answer. See, that wouldn't be fair. Maybe fair isn't how you BS guys roll. Okay. Sorry, Jack. Oh boy, you know you want some of this.
word of advice. Don't let your mouth get ahead of your tech. You're a bit underdressed. Cybrid arts and BPS bullshit are no replacement for a good old chain on your arm. You gotta spend a little less time calling people names and more time realizing just how screwed you are. But that would take removing your head from your ass, now wouldn't it? How's the bounty hunting working out for you? Or are you just a criminal? You know, I can never tell the difference. If you were doing your job, I'd be out of mind. Here I am. You think that antique tree whacker you got can hold its own against BPS tech? Fucking right. Ain't the tool, compadre. How you fuck people up with it? Ouch! Yeah. Okay, Jake. Shit's cost. Just got real. Jetzt aber. Wow. Hat er mich fast gehabt. Bang. Hui. And he's gone. Oh, this is gonna be great. Max, wait! Max! Max! Looks like Maximilian remembered some errands he had to run. Thanks for nothing. Excuse me? Our little show back there put Max on guard. Now he's gonna be that much harder to flush out. Well, sorry if I fucked up your game, but you weren't exactly being forthcoming. It's Genie. What? My client is Maximilian's daughter. Wait, Genie Caxton? Mala, you got that satellite online? Sure do. The angle isn't doing much for your figure. Forget about me. What about Maximilian? I've got him. Looks like he's skipping town. He's headed away from the port. Thanks. Keep an eye on him for me, would ya? Let's go, pretty boy. My partner's into hacking old military satellites, and we're tracking Maximilian right now. Is you coming with, or are you staying here to enjoy the view? That fight was a setup. I'm Leo. Wow. Pretty and smart. Time to move. Das ist auch beim zweiten Mal cool gewesen. Goldrang, yeah.
Flashback time. Oh, 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 oh. Tell me that's not Undine. Relax, Leo. Is it her? Is it her? Why? Who would do this? Max has gone missing since last night. What? You think Max did this? You are aware that Max is not good in the head. Man is gone. Trades problems for alcohol and drugs. That and... And what? I'm all fucking ears, man. Undine's injuries are strongly indicative of cybrid arts. What? Bullshit. Max didn't do this. He didn't. I mean, I know the guy had problems, but Jesus. No, no, this doesn't fit. Something's not right. This is Boligan. Director, yes, I am here. Yes, terrible tragedy. Let us limit discussion of this within the Force. No release, no talking. We will clean up our mess. Yes, sir. Shoot to kill. Und schon wollen mir wieder Leute auf die Fresse hauen. Aber ich fürchte, wir müssen bis morgen warten, bis wir uns revanchieren dürfen. Also, so langsam kommt ja Licht in die ganze Scheiße. Ist nicht ganz so melodramatisch wie bei Jack und ein bisschen informativer, ja? Dafür ist der Charakter, finde ich persönlich, jetzt dann doch nicht so cool. Also Leo ist schon irgendwie nett, aber... Pretty boy. Also... Kommt schon, ihr wisst, was kommt. Immer schön liken, kommentieren und abonnieren. Wenn ihr Bock habt, sogar noch sharen. Und Facebook und Twitter gibt's auch noch. Also bis zum nächsten Mal. Weiterhin viel Spaß auf YouTube. Ciao.